Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann. Und natürlich besucht uns auch Kino-King Knut Elstermann hier in der Radio 1 Dachlounge im 14. Stock des Mutterschiffs. Und guck mal, Knut, ich habe mir extra für dich mein Woody Allen-T-Shirt angezogen. Total schön, vielleicht ein kleiner Beifall mal für dieses wundervolle Werk. Ja, habe ich auch. Ja. Hab ich damals mal, aber nur eine Rolle. Den Witz verstehen jetzt Leute nicht, die Radio hören. Also, ich habe Stefan gerade an sein Hüftchen gefasst. Ja? Genau. Viel ist da nicht. Es muss im Diminutiv bleiben, das Hüftchen. Eine Rolle hat er da nur. Damit sind wir schon beim Thema, lieber Knut. Ja. Wir haben Filme, die wir besprechen wollen mit dir. Und das sind natürlich überraschenderweise, wie jeden Donnerstag, Filme, die heute in den deutschen Kinos anlaufen. Logan Lucky, den neuen Soderbergh, werden wir besprechen. The Wound und Mr. Long. Und wir fangen mit Logan Lucky an. Steven Soderbergh, ich habe gerade schon gesagt, hatte sich ja eigentlich schon zurückgezogen, wollte nie mehr Regie führen. Jetzt kommt er zurück, er ist wortbrüchig geworden für diesen Film. Hat er sich damit einen Gefallen getan? Ja, sich und uns, würde ich mal sagen, weil er uns eine sehr schöne Komödie geschenkt hat. Also ihr kennt ja wahrscheinlich alle dieses Lied, also Take Me Home, Country Roads. Ja, und das ist so das Leitmotiv dieses ganzen Films. Er klingt auch zweimal, ist zweimal zu hören, dieses wunderschöne Werk. Und das beschreibt genau die Atmosphäre, also dieses Sehnsuchtsvolle, diese Sehnsucht nach Weite, auch nach Einsamkeit, vielleicht sogar nach Freiheit. Wir haben ein Film, der eigentlich erinnert ein bisschen an die Ocean's 11-Trilogie, auch von Soderbergh. Also die Sehnsucht auch nach dem perfekten Einbruch. Nur war es eben damals mit eleganten Schauspielern auch eine sehr elegante Geschichte, die da mal erzählt wurde. Nicht? Das waren also so Gentleman-Ganoven. Hier in dem Falle sind wir in einer ganz anderen Gegend, auch eben in West Virginia. Darauf verweist ja auch das Lied. Und das sind eben zwei angeschlagene Helden, ausgenockte eigentlich schon. Channing Tatum und dann haben wir Adam Sandler. Die sind beide körperlich versehrt in diesem Falle, also hatten Unfälle oder im Krieg verletzt worden, also Leute mit einem Handicap, und die planen jetzt eben den ganz großen Coup. Es soll ein Millionending werden und haben so Komplizen, die sind ähnlich schräg, wie sie selbst auch sind, nämlich so Leute wie zum Beispiel Daniel Craig sieht man, also James Bond, der sitzt in dem Fall im Gefängnis und ist völlig merkwürdig, so ein zwanghafter Typ irgendwie, organisiert aber alles von außen. Und das Faszinierende ist wirklich, wie kantig der Humor ist, wie langsam das alles erzählt wird. Das funktioniert auch erstmal gar nicht so richtig. Also alles scheint schief zu gehen. Das macht wahnsinnig Spaß, das zu sehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so eine Hommage für diese abgehängten Helden des ländlichen Amerikas, die sie in dem Falle ganz buchstäblich so durch den Untergrund zum großen Glück durchwühlen. Gut, Knut, das war der erste Film, den wir mit dir jetzt heute besprechen. Der zweite heißt The Wound und hat bei der Berlinale für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, kann man sagen. Und erzählt von einem uralten Ritual in Afrika, das ist auch ein südafrikanischer Film, und zugleich auch von einem Tabuthema, kann man sagen, oder? Genau, es war der Öffnungsfilm des Panoramas in diesem Jahr bei der Berlinale, und er verbindet auf ganz fesselnde Weise also Tradition und Moderne, uralte Riten, dann haben wir aber auch so das ganz normale Lebensgefühl von jungen Leuten heute in Südafrika. Da gibt es einen jungen Mann, der ist ja aufsässig, Kwanda, so ein Rebell, und er wird aus Johannesburg eben so aufs Land geschickt in ein Dorf und soll da eben teilnehmen an diesem Ritual der Beschneidung. Also da werden eben junge Männer beschnitten, und diese jungen Männer müssen sich erstmal erholen von so einer doch wichtigen Operation, einschneidendes Erlebnis. Jeweils sind die dann alle in so einem Dorf dann, aber einen abgelegenen Teil. Frauen dürfen da nicht hin, die Männer sind unter sich und bekommen immer noch so eine Art Paten. Also während des Heilungsprozesses ist dann mal jemand dabei, der sie so einführt in die wahren Gewohnheiten des Männlichseins. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte. Er lernt dort einen jungen Mann kennen, der ist für ihn zuständig, Solani, und der verbirgt seine Homosexualität vor der Dorfgemeinschaft. Das ist lebensbedrohlich irgendwann, als das dann doch durchsickert. Die beiden freunden sich an, und man merkt sehr, sehr schnell, dass dieser eindrucksvolle Film genau ein Tabu berührt, das in Südafrika also extrem ist, aber nicht nur dort. Zum anderen ist es aber auch ganz packendes Kino. Also das ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie in so einer abgeschlossenen Gemeinschaft, die Männer miteinander auch umgehen, wie sich hier also aufeinander prallt. Das sieht man eben ganz deutlich, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und es ist, finde ich, ein ganz starkes Bild übrigens für ein Tabu. Diese Beschneidungswunde, die heilen muss, die verborgen bleibt. Also für mich ist das eben ein sehr starkes Bild auch für das Tabu, unter dem diese jungen Männer in dem Film leiden. Und damit kommen wir zu unserem dritten Film. Noch ein Film, der auf der Berlinale gelaufen ist, von dem Stammgast der Berlinale, von dem japanischen Kultfilmer Sabu. In diesem Film geht es um einen Serienkiller, und wenn Japaner was über Serienkiller machen, ist das entweder total ätherisch oder total blutig, im besten Fall beides. Das ist eine gute Vermutung. Wie ist es bei Mr. Long? Ja, das ist wirklich eine interessante Mischung in dem Fall. Also Mr. Long, um das erstmal kurz zu erklären, ist ein Auftragsmörder aus Taiwan. Er kommt nach Tokio, um da einen Job zu verrichten, also eine Art Dienstreise ist das dann eben. Geht aber alles schief. Also dieser Mordauftrag geht völlig in die Hosen, katastrophal, und Mr. Long ist dann schwer verletzt, schleppt sich dann so in die Außenbezirke irgendwo von Tokio und lebt da dann und fängt ein ganz neues Leben an.
Das ist also faszinierend, weil er ist ein toller Koch. Also er muss ja irgendwie von irgendwas leben, also macht da so Suppen und freundet sich damit eben mit den Menschen da an. Die lieben ihn sofort, weil die Suppen so toll sind. Gibt sogar nachher ein eigenes Restaurant. Dann ein Chor von so merkwürdigen, schrägen, stets aufgekratzt fröhlichen japanischen Rentnern, die ihn sehr lieben. Kleiner Junge ist noch da, Sohn einer Prostituierten. Also entsteht eine Gemeinschaft zwischen diesen Menschen. Gespielt wird der Star übrigens diesmal jetzt nicht von Sabu selbst, der auch Schauspieler ist, sondern er hat sich einen taiwanesischen Schauspieler geholt. Sheng Shang, ganz berühmter Actionstar, also Tiger and Dragon zum Beispiel. Und der spielt das so wortkarg, so nach innen gekehrt, dass es wirklich eine Freude ist, ihm zuzusehen. Und das Faszinierende, du hast es fast vermutet, ne, ist, dass er hier die Genres mixt und zwar völlig unbekümmert. Es fängt extrem blutig an. Also dieses Schlachtefest, das ist wirklich hart anzusehen. Und dann wird es ja letztlich eine beglückende Utopie des gemeinsamen Lebens, eine Utopie eines neuen Lebens vielleicht von Menschen, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben. Wenn man so will, ist das ein Entwurf für die Vereinbarung des Unvereinbaren. Also das funktioniert. Bei Sabu geht das. Dann kommen wir jetzt noch zur Schlussbewertung. Du hast 5 Filmrollen pro Film zur Verfügung. 5 ist natürlich die beste Wertung, 0 dementsprechend die schlechteste. Wir fangen wieder vorne an. Erstmal Soderberghs Logan Lucky. Natürlich 4. 4. The Wound. Auch 4. Und dann haben wir noch den japanischen Kultfilmer Sabu mit Mr. Long. Ja, das ist die Viererwoche. Nochmal 4. Alles 4. Knut, 4 danken dir. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und die Tipps auch zum Anschauen auf Facebook und radio1.de.